aus meinen Sachen. Ja, kommen wir zum Wochenrückblick oder so. Es ist jetzt zwar Mittwoch und nicht mehr Dienstag, aber ich glaube, ich werde jetzt auch generell auf den Mittwoch switchen und nicht mehr auf den Dienstag. Da der Dienstag, also wir haben einen neuen Stundenplan bekommen und der Dienstag ist jetzt halt doch ein sehr anstrengender Tag, gerade in der Tagesklinik. Also werden wir auf den Mittwoch switchen, dass ich einfach einen klareren Kopf habe und nicht so, ja, versuche irgendwie eine Struktur reinzukriegen oder halt einfach ein angenehmer für mich auch ist. So, sind Sachen passiert, gute Sachen, schlechte Sachen. Es gab Ziele, die erfolgreich bestanden wurden. Es gab Niederlagen und es gibt neue Infos. Aber kommen jetzt erstmal generell die Woche. Die Woche an sich war keine gute Woche. Es war eine sehr, ja, es war nicht sehr schlecht, aber es war halt eine sehr downige Woche. Also die Woche war sehr, war nicht so, sie hatte sich sehr, sehr tranig, sehr klebrig angefühlt. Nicht nur das Wetter war komisch, das so schwüle, schwül klebrig, sondern auch meine ganze Mut für die Woche war klebrig. Die war wie, ja, war keine gute Woche. Ich hatte eine, wie gesagt, eine Down-Woche. Ja. So, kommen wir jetzt erstmal vielleicht zu den Zielen. Ich hatte mir letzte Woche Ziele gesetzt. Ich wollte ein VTuber fertig machen, den habe ich tatsächlich auch fertig gemacht. Den TV-Head, den hatte ich auch als Video hochgeladen, ein Showcase. Ja, und ich wollte meinen Schreibtisch aufräumen und das hat so, ja, so sehr gut geklappt. Ich habe die Hälfte aufgeräumt, aber dafür auch hier den Schrank leergeräumt und wieder vollgeräumt. Das habe ich, ja, habe ich leider nicht geschafft, meinen Schreibtisch komplett aufzuräumen. Bin auch von mir ein bisschen enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat, aber allein nur das Ausräumen und wieder Einräumen von dem Schrank übers Wochenende hier drüber. Also ich habe 2 Tage gebraucht, um diesen scheiß Schrank da auszuräumen und einzuräumen. Hat so viel von meiner Energie gezogen, dass ich mir einfach nicht geschafft habe. Es ist unglaublich. Wenn man nicht drin steckt, weiß man nicht, wie anstrengend so simple Sachen sein können, wenn man halt gerade in so einer depressiven Phase ist. Dann jedes Kilo, das man trägt, es fühlt sich an wie ein ganzer Zementsack. Jeden Meter, den man läuft, sind 100 Meter. Alles ist einfach nur anstrengend und furchtbar und ja, ist kein schönes Gefühl. Ich bin auch ein bisschen von mir enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, aber ja, es ging halt nicht. Ich hatte auch heute eine weitere Niederlage. Ich habe heute kein Auto gehabt, weil das Auto muss zum TÜV. Ab und zu muss man mal TÜV machen, habe ich gehört. Es soll ein Gerücht sein, dass das kontrolliert wird und ab und zu mal erneuert werden muss. Dementsprechend hatte ich kein Auto. Ich sollte eigentlich mit dem Zug dann in die Klinik fahren. Und genau das habe ich nicht geschafft. Ich habe es bis zum Bahnhof geschafft, aber alleine auch durch die Unterführung durchzugehen, das ging nicht. Ich hatte so eine Panik. Ich habe richtig Panik gemerkt, wie sie mir hochkochte. Und ich konnte mich nicht in den Zug setzen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht hätte ich es geschafft, wenn jemand bei mir wäre. Aber ganz alleine in den Zug zu fahren, in den Zug zu steigen, war zu viel. Das habe ich nicht geschafft. Das hat nicht funktioniert. Ja, so viel zu den nicht geschafften Sachen. Ich habe auch Sachen erledigt. Zum einen, ich habe gesagt, der VTuber ist fertig geworden, der TV-Head. Und ich hatte ein kleines Erfolgserlebnis. Ich war tatsächlich einkaufen. In der Tagesgruppe haben wir halt einen Einkaufsdienst, der einmal die Woche einkaufen geht. Und für die Gruppe halt Zeugs mitbringt, Süßigkeiten, Obst, Eis, je nachdem, Saft, kriegen wir auch von der Klinik gestellt und also wir kriegen Geld gestellt und davon kaufen halt einfach was die Leute wollen, machen halt Einkaufsliste und gehen dann halt los. Und das habe ich tatsächlich durchgestanden. Ich hatte mir immer sehr schwer getan zum Einkaufen. Ich habe mich versucht ein bisschen dran zu gewöhnen, dass ich in Läden gehe, die halt offener sind, die nicht so voll sind und auch halt wirklich zu Zeiten hingehe, wo halt weniger los ist. Ich war im Action, habt ihr gesehen, ich war im Teddy, habt ihr gesehen, glaube ich, nee, da hatte ich kein Holz zugemacht. Das halt, die Läden sind halt breiter und es ist weniger los, gerade am Abend. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, auch mal in den Lidl zu gehen, mitten am Tag und ja, es von Anfang bis Ende durchzuziehen. Auch wenn wir nicht lange im Lidl waren, allein, dass es funktioniert hat, von reingehen, Zeug holen, an die Kasse gehen, bezahlen und rausgehen. Das an der Kasse stehen, das hat mir am schwersten gefallen, aber ich habe es immerhin geschafft. Bin auch stolz auf mich, dass ich es tatsächlich geschafft habe. So kleine Erfolge muss man sich auch mal auch verloben, wenn irgendwas funktioniert hat. Aber wenn es so kleine Sachen sind, Schritt für Schritt gehen wir da voraus. Schritt für Schritt werden wir wieder fit. Und ja, auch Kleinigkeiten müssen gefeiert werden. So,
Lobt auch euch selber mal für kleine Sachen, die einfach funktionieren. Nicht immer nur sagen, das und das funktioniert nicht, einfach mal für Kleinigkeiten loben. Ich glaube, das macht man generell zu wenig. Das macht man nicht nur zu wenig, wenn man depressiv ist, sondern generell im Alltag. Freut euch doch mal, dass ihr Wäsche aufgehängt habt, dass die Wäsche gewaschen habt oder irgend so Kleinigkeiten. Lobt euch doch mal für Sachen, die funktioniert haben. Ist doch mal viel schöner. Ja. Macht man es viel zu wenig, sich halt selbst Punkte zu geben für Sachen, die funktionieren. Man sagt immer nur, oder man merkt immer nur die Sachen, die nicht funktionieren. Das sollte man öfters mal machen. Ja, ich habe den Faden verloren. Egal. Die Woche war klebrig. Ja. Ja. So, ich soll ja in Reha gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den Videos erzählt hatte oder in Streams hatte ich auf jeden Fall erzählt. Ich soll in Reha gehen. Das Ganze sollte ich eigentlich schon seit Februar. Also dieses ganze Kladetsch mit Papierkram läuft seit Mitte Februar. Dass meine Krankenkasse mich in Reha schicken möchte über die Rentenkasse. Was auch echt komisch ist, dass die sagen, die müssen bezahlen für deine Reha. Aber es soll mir recht sein. Das ist jetzt so. Bürokratie ist seltsam. Das ganze Konzept ist seltsam. Ich weiß nur, dass es besser ist, dass es die Rentenkasse macht wie die Krankenkasse, weil man da mehr Vorteile in der Reha hat als einer, der die Krankenkasse drin ist. Finde ich eigentlich unfair, warum die einen da bevorzugt werden und die anderen nicht. Aber es haben ja jetzt schon so viele Leute gesagt, dass das halt tatsächlich besser ist, über die Rentenkasse reinzugehen als über die Krankenkasse. Die hätten da irgendwie mehr Zusatzzeug oder so. Naja, ist jetzt nicht mein Krieg, den ich führen werde. Ich finde es nur irre seltsam, dass die Krankenkasse der Rentenkasse sagt, die soll in Reha gehen. So, ich habe den ganzen Papierkram. Seit Februar sind wir dran. Ich habe zum Glück da auch Hilfe bekommen. Sowohl die ambulante Klinik als auch die Tagesklinik haben einen sozialen Dienst, die halt einem helfen mit dem ganzen Papierkram. Ein gesunder Mensch blickt da nicht durch, wenn jemand, dem es halt psychisch dann halt nicht sonderlich gut geht, der verzweifelt an den Teilen. Da ist halt Hilfe schon gut. Es wäre einfach generell eine coole Sache, wenn es so eine soziale Hilfe oder so einen sozialen Dienst halt generell gibt für alle, die Hilfe brauchen bei dem Ausfüllen von Bürokratieblödsinn. Ja, wie gesagt, ich soll jetzt in Reha gehen. Ich hatte angerufen, Ende letzter Woche. Wie lang sind denn die Wartezeiten? Ich hatte auch ein bisschen geguckt, ich mache das so ein bisschen an den Wartezeiten fest, an welche Reha ich gehe. Die kürzeste Wartezeit war von 3 Monaten bis 5 Monaten Wartezeit. Die anderen waren dann halt 4 Monate aufwärts. Ich sagte, okay, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache das jetzt fertig. Habe auch schon die Bestätigung letzte Woche gekriegt. Ja, ist alles durch. Du wartest jetzt nur noch, bis die Klinik dir den Termin sagt und dann musst du da hingehen. Ich sage, gut, ich habe ja Zeit. So 4 Monate, da kannst du ja sehr viel noch regeln. Habe hier ein bisschen was besorgt. Ich habe ein bisschen Zeug für Sticker, für die Plotter gesorgt. Ich habe, wie gesagt, ich habe Werkzeug gekauft. Ich wollte eigentlich ein bisschen was machen, bevor ich in Reha gehe. Ja, ich habe heute meinen Zettel bekommen von der Klinik, wo ich hingehe. Herzlichen Glückwunsch, ja, es hat alles funktioniert. Wir sehen Sie am 2.7. Das sind keine 4 Monate. Das ist sehr, sehr schnell. Das ist sehr, sehr zügig. Ist jetzt schon bald. Das sind ein paar Wochen und dann ist es 2.7. Wir haben den 19.6. jetzt. Das ist nicht mehr so viel Zeit. Das hat mich so ein bisschen überrannt. Aber auch cool, dass es so schnell geht. Ich habe nicht damit gerechnet. Hat einen Vorteil, wo. Eine Sache, vor der ich auch Angst hatte. Ich weiß nicht, wie lange die Tagesklinik geht bei mir. Die ist bei mir erstmal unbekannt, aber die wird ja nicht für ewig funktionieren. Es hat mir sehr viel geholfen, einfach wieder einen Rhythmus reinzukriegen. Und ich habe auch Angst, dass ich wie damals vor 2 Jahren, Pi mal Daumen, wie ich arbeitslos war, dass ich halt wieder da in ein Loch reinfalle und halt vor mich her vegetiere. Das war ja dann ganz furchtbar. Ich hatte ja auch gedacht, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen arbeitslos, ich hänge mich in Social Media rein. Das hat auch nicht, das hat die ersten paar Wochen funktioniert. Danach habe ich gedacht, nee, hat ja auch irgendwie auch keinen Nutzen und habe immer prokrastiniert ohne Ende und habe dann halt auch nur noch gegammelt. Ja, da hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil das mir auch nicht gut getan hat. Hatte ich die scheiß Job, den ich jetzt dann doch, ja, wo ich nicht mehr hingehen werde. Und ja, oder dann halt. Nach der Klinik erstmal gammeln. Ja, gut, aber ich gehe jetzt in Reha, also habe ich das Problem erstmal gelöst, bis auf ein paar Wochen verschoben. Und dann mal gucken, vielleicht kriege ich ja tatsächlich in der Reha ein paar Tipps und Hilfen, wie ich mir selbst ja irgendwie
mir selbst Aufgaben geben kann, weil ich werde, Spoiler, ich werde wahrscheinlich erstmal noch eine Weile zu Hause bleiben. Der Zahn wurde mir schon gezogen. Ich dachte, ja, ich bin jetzt auf dem Aufweg, bin medikamentös eingestellt. Ich mache jetzt einfach ein paar Wochen Tagesklinik und finde heraus, warum es mir nicht so gut geht. Und dann kann ich wieder arbeiten und habe dann halt wieder so ein Ziel vor Augen. Der Zahn wurde mir schon direkt gezogen. Da das jetzt halt eine Sache, die nicht so schnell geht, wie ich mir erhofft hatte. Ich war ja schon, wie gesagt, ich bin ja schon eine Weile krank geschrieben und habe tatsächlich auch die Zeit gebraucht, um halbwegs wieder auf den Dampf zu kommen. Ich bin immer halbwegs auf dem Dampf, immer noch. Aber deutlich besser wie Ende des Jahres oder Ende letzten Jahres. Da ging es mir furchtbar, ich habe nichts auf die Kette gekriegt. Mittlerweile kann ich in 2 Wochen, in 2 Tagen einen Schrank leer räumen und wieder voll machen. Und ich bin halt immer noch nicht so hundertprozentig fit. Problem ist nur in der ganzen Sache. Ich weiß das vom Kopf her, dass es mir nicht gut geht und dass das alles nicht funktioniert. Ich weiß auch größtenteils, warum es mir nicht gut geht. Nur die Sache ist, ich will es mir nicht eingestehen. Der Kopf sagt, pass auf, Mädel, geht jetzt nicht. Dir geht's nicht gut. Seh es ein, ist alles anstrengend. Das ist okay so. Aber dann meldet sich, keine Ahnung, Herz, Seele, keine Ahnung, sagt, nee, ich will aber. Nee, ich will aber, dass das jetzt geht. Ich möchte das jetzt haben und machen und tun. Und ich will wieder einen Alltag haben. Ich will wieder normal funktionieren. Wie immer. Wie schon die ganze Zeit funktioniert hat. Aber das geht halt nicht. Aber das hier sieht das nicht ein. Der Kopf sagt hier, mach mal langsam. Lass dir Zeit. Sagt dir nur, nö. So, ich bin stur. Ja, es ist so ein kleiner innerer Konflikt, den ich habe. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht, dass es okay ist, dass es an der Depression liegt, dass es mir nicht gut geht. Ich habe jetzt auch schon mehrmals den Zahn gezogen, kriegt. Mach langsam, lass dir Zeit, gib dir die Zeit, die du brauchst, um fit zu werden. Nicht so wie immer. Weil das, was ich jetzt so eskaliert hat, also was bei mir zu eskalieren ist, die Depression. Die schleppe ich schon seit meiner Jugend mit und die wurde nie vernünftig behandelt. Zum einen, weil ich halt, ich war zwar in Therapie, aber es war halt auch keine durchgehende Therapie direkt auf Depression. Es war dann halt mehr so eine, es hat sich damals generell viel auf Angst fokussiert, aber ich war seit meiner frühen Jugend anscheinend schon depressiv. So wie es aussieht, also man kann das 100% noch nicht sagen, so weit tief sind wir noch nicht in der Therapie noch nicht drin, aber ich bin schon, also was klar ist, dass das ganze Ding halt schon seit meiner frühen Jugend läuft und bis heute immer noch an mir nagt, da es halt nie wirklich richtig ja, behandelt wurde. Da wurde immer nur ein Pflaster drauf gemacht und gehofft, das sieht keiner oder so. So, da ist so ein Riss im Asphalt und man klebt einfach Panzerband so lang drauf, bis es nicht mehr funktioniert. Und mittlerweile ist einfach viel zu viel Panzerband drauf, dass da nichts mehr dran hält und der Riss geht richtig auf. Und das braucht seine Zeit, bis das alles gefixt ist. Und das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das passiert halt auch nicht in ein paar Monaten. Das kann sein, dass das halt vielleicht auch ein Jahr dauert. Keine Ahnung. Weiß man jetzt noch nicht. Muss man mal gucken. Was jetzt immerhin schon mal gut ist, ich bin medikamentös eingestellt. Bin auch gut eingestellt, meine Spiegel, ich sage jetzt auch nicht, was für Spiegel und so weiter. Das sieht alles sehr gut aus. Ich fühle mich auch an für sich im Ganzen wohler wie vorher. Es ist nur alles anstrengend. Das ist furchtbar anstrengend und für viele Sachen muss ich mich halt auch noch hochringen. Ich muss mir selber in den Arsch treten, teilweise, um simple Sachen zu machen, wie jetzt halt ja, den Schreibtisch aufräumen. Aber ich muss dann noch wieder einsehen, okay, jetzt da nicht zu viel, sonst fällst du wieder in ein Loch. Das ist gar nicht so einfach. Zumal, wenn man sich selbst nicht eingestehen möchte. Wenn man sich selbst der eigene, der größte Kritiker sich selber ist. Ja, und sich selbst einredet, das muss jetzt aber. Ist ja nicht so, dass das jetzt wegrennt oder so. Keine Ahnung. Es stört auch keinen. Meiner Mom ist das egal, dass mein Zeug hier steht. Ich will es da nicht stehen haben. Ja. Ich suche auch immer momentan Sachen, um mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen. Und muss mal gucken. Mal schauen, wo die Reise hinführt am Ende. Wie gesagt, ich werde versuchen, das hier weiterzumachen, je nachdem, wie es in der Reha aussieht. Ich hoffe mal, ich kann einen Laptop oder so mitnehmen. Meinen Computer an sich werde ich jetzt nicht mal mitnehmen können.
Ein bisschen schade, ich habe jetzt ganz viel. Ich habe heute meine, neben dem Schreiben von, ja, die Klinik, wir sehen Sie am 2.7., ganz viel Kram noch gekriegt für meinen Plotter an Stickerfolie. Ich habe hier so ganz tolle holographische Folie, hier so Vinyl-Stickerfolie, wo man draufdrucken kann. Alles habe ich heute bekommen. Und dann kriege ich gesagt, ja, wir sehen Sie bald. Das ist ein bisschen doof, dass ich das Ganze jetzt nicht nutzen kann. Das würde jetzt erst auf unbestimmte Zeit verschoben, bis ich halt wieder nach der Reha zu Hause bin. Das werde ich wahrscheinlich nicht in die Reha mitnehmen können. Ich kann hier nicht meinen halben Haushalt mitnehmen. Ein bisschen, ich glaube, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich werde Laptop und so mitnehmen und Minimum das Handy. Und dann werden wir diese wöchentlichen Dinger beibehalten und dann halt mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ich weiß halt da nicht aus, weiß nicht, wie es mit Streams oder sowas aussieht, aber irgendwie wird sich was finden. Und wenn es halt nur diese wöchentliche Laberformate sind. Oder vielleicht dazwischendrin einfach mal Labervideos. Mal schauen. Ich habe jetzt null Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe keinen Plan, was überhaupt geplant ist. In der Reha. Ja. Die Zukunft ist unklar. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ja, doch, eigentlich weiß ich, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, was auf mich erwartet. Und ja, Elf quasi da mit dabei sein. Mit ein bisschen Verzögerung, weil, ja, einmal die Woche Update. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Ich versuche mich nochmal an meinem Schreibtisch. Ziel für nochmal, also Ziel für nächste Woche ist Schreibtisch. Ja, und ich muss die Angelegenheiten klären für die Reha. Wer ist denn da für meine Tiere? Ich weiß, meine Mama ist da, aber ich will das nicht alles meiner Mama aufdrücken. Und ja, mal schauen. Video ist jetzt viel zu lang. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und habt einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder zu einem weiteren Update, was so passiert ist. Vielleicht habe ich es bis dahin geschafft, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Dann zeige ich euch meinen aufgeräumten Schreibtisch. Wenn ihr den nicht seht, wisst ihr, der ist nicht aufgeräumt. Bye.